Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Es gab wieder eine Lehrerfortbildung in Zwiesel in 2018, das Edgar-Lüscher-Seminar. Wir haben mitgeschnitten und jetzt kommt der Vortrag von Professor Dr. Andreas Meyer vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zum Thema Experimente in der Schwerelosigkeit. Viel Spaß! Es wird etwas anders sein, der Vortrag, weil ich jetzt nicht von einer Quelle bin und vorstelle, was an dieser Quelle an unterschiedlicher Forschung gemacht wird, sondern ich möchte Ihnen ein bisschen was erzählen, warum wir Experimente in Schwerelosigkeit machen und erzähle natürlich am liebsten über das, was ich mache. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Also forschen ohne oben und unten ist jetzt erstmal die Frage, wie erzeugen wir uns Schwerelosigkeit? Und wir haben jetzt hier vier Großgeräte, die auch ähnlich betrieben werden wie Großgeräte in verschiedener Größe. Also einmal den Fallturm am ZARM in Bremen, dann Höhenforschungsraketen und ich habe auch meine eigene Höhenforschungsrakete, die fliegt also nur für mein Institut und mich. Die Internationale Raumstation ist dann das Aushängeschild und das Großgerät schlechthin. Und wir machen auch noch sehr viel auf Parabelflügen. Und da kann man also auch selber mitfliegen, auch mit den Studenten und denen dann nicht schlecht wird, die haben auch immer viel Spaß dabei. Ich fange mal einfach an. Schwieriger können wir immer werden. Also was heißt das? Schwerelosigkeit. Sie haben jetzt hier einen Wassertropfen auf der Raumstation und geben dann mit einer Spritze Luft rein und das kriegen Sie auf der Erde nicht hin, ne? Wird sofort aufsteigen, die Blase. Und das können Sie hier also über Minuten aufgrund der Oberflächenspannungen so halten und können dann da Experimente machen. Und vielleicht noch eine Bemerkung zu Beginn. Bin jetzt kein Biologe oder Mediziner. Die erforschen in der Tat den Einfluss einer fehlenden Zentralkraft auf Knochenwachstum, Zellwachstum, biologische Prozesse. Das machen wir nicht, sondern wir schalten eine störende Kraft aus. Also wir haben dann eben keinen Auftrieb, keine Strömung aufgrund von Konvektion oder können Experimente machen, die wir unter Schwerkraftbedingungen im Labor nicht machen können. So sieht es dann aus, wenn man mit dem Parabelflug mitfliegen kann. Und hat dann immer ein bisschen Zeit, wenn das Experiment fertig ist. Und den Film zeige ich eigentlich immer sehr gerne, weil der unheimlich gut illustriert, was für Restbeschleunigungen man trotzdem noch hat. Also wenn jemand sagt, ich habe Schwerelosigkeit im Parabelflieger, habe ich natürlich nicht. Ich habe immer noch Auftriebskräfte, ich habe praktisch auch die Atmosphäre noch. Und je nachdem, wie gut der Pilot fliegt, sieht man ja hier, das Schaf ist ziemlich weit oben dann am Ende, steigt jetzt immer noch auf. Und wenn es jetzt runterfällt, dann habe ich wieder sogar Hyper-G-Kraft. Am einfachsten erzeuge ich Schwerelosigkeit, wenn ich irgendwo was runterschmeiße. Das ist jetzt mal hier gezeigt, also im Fahrstuhl letztendlich Seilkappen runterfallen. Wenn wir jetzt mal die Restbeschleunigung durch die Atmosphäre mal außen vor lassen, dann habe ich da also Schwerelosigkeit. Auch wenn Sie vom Tisch springen, sind Sie schwerelos, halt sehr kurz. Und wenn Sie das hier in dem Fallturm machen, dann sind das 120 Meter, da wird die Röhre auch noch evakuiert und dann haben Sie 4,6 Sekunden Schwerelosigkeit und in dem Fall dann 10 hoch minus 6 G. Also da merken Sie eigentlich Effekte der Schwerkraft für das, was wir untersuchen, in der Kürze der Zeit nicht mehr. So sieht es dann aus. Das ist eine Fallkapsel, die können Sie also selber so bauen im Labor oder auch vor Ort zusammenschrauben. Und dann schmeißen Sie die halt maximal dreimal am Tag hier diesen Fallturm runter. Müssen Sie dann immer hochziehen, evakuieren. Unten ganz wichtig müssen Sie dann das Bad reinfahren. Mit den Bällen komme ich gleich dazu, wo das dann reinfällt. Und wenn Sie dann oben sind, dann haben Sie so eine Art Nabelschnur mit Versorgung von Strom, Datenleitung, Vakuum. Die dockt dann hier an gerade, sehen Sie hier. Und dann können Sie Ihr Experiment jetzt zum Beispiel vorheizen, vorbereiten, sodass Sie dann wirklich einen optimalen Nutzen aus diesen 4,6 Sekunden ziehen. Ja. Und dann gibt es einen Countdown und da dürfen Sie selber den Knopf drücken. Das ist auch immer total spannend.
und dann fliegt das Ding halt runter. Einmal nach oben geguckt und einmal nach unten gesehen. Und das landet dann in so einem Styroporbad. Größe haben Sie gesehen, Gewicht bis maximal 250, 300 Kilo. Und es ist ein Grund, was Sie da sehen, warum das dann am Ende immer etwas länger dauert, bis man wieder fliegen kann. Muss halt dann erstmal mit dem Studenten noch wieder zusammenkehren. Und Sie haben dann also tatsächlich 180 Stundenkilometer. Ja. Jetzt ist es ja so, also Sie sind auch schwerelos, wenn Sie nach oben schießen. Also in dem Moment, wo nur eine Kraft wirkt, haben Sie Schwerelosigkeit. Und das heißt, Sie können das hier auch über so ein überdimensioniertes Luftgewehr letztendlich die Kapsel nach oben schießen. Und hier ist der entscheidende Moment dieser hier, wo dieses Bad wieder zurückfährt in die Position. Das ist jetzt bei 5.000, 6.000 Versuchen auch einmal nicht passiert, das ist dann nicht so schön. Aber sonst läuft das relativ gut. Und dann haben Sie also schon gut 9 Sekunden Zeit, wo Sie also experimentieren können. Und da können Sie schon relativ viel machen. Also unheimlich viel wird gemacht zu Verbrennungsprozessen, granulare Materialien, wo Sie also Versuche dann in ein paar Sekunden machen können. Letztendlich das Gleiche wie Hochschießen in dem Fallturm können Sie auch machen mit einem Parabelflieger. Das ist jetzt mal hier gezeigt. Das ist so das Manöver. Sie fliegen also dann meistens auf den Atlantik raus, haben dann so von der Flugkontrolle, kriegen Sie so ein Gebiet zugewiesen, wo Sie dann so auf 6.000 Meter anfangen, dann zieht der Pilot die Maschine hoch und bei 45 Grad schalten die dann die Turbinen in den Leerlauf und dann haben Sie sowas wie freien Fall. Hängt so ein bisschen von der Geschicklichkeit des Piloten ab, der ja korrigieren muss gegen den Winddruck, der ja da ist. Und da haben Sie so 20, 22 Sekunden, wie gesagt, in der Regel 1% Schwerkraft, manchmal ein bisschen besser, je nach Wetter. Und so einen Flugtag haben Sie so 31 Parabeln und der Flieger ist pickepacke voll mit Experimenten von Biologie, Medizin, Staub, alles mögliche, Universitäten, das DLR ist mit dabei. Und Sie haben 31 Parabeln. Und da ist jetzt hier mal eine Maschine daneben geflogen und dann können Sie sich mal ein bisschen ein Bild machen, wie das dann in Realitas aussieht von außen. Und bei dem Flieger, jetzt haben wir mittlerweile 9, da war immer noch ein Platz im Cockpit, da konnten Sie sich also reinsetzen als Wissenschaftler, wenn Sie gerade nicht dran waren. Und da ist der erhebende Moment eigentlich der, wenn man jetzt hier so langsam den Atlantik auf einen zurasen sieht, und man hat dieses absolute Gefühl dann schon der Schwerelosigkeit, das ist dann wie freier Fall, wenn dann die Turbinen wieder hochfahren. Ne? Das ist unheimlich spannend. Wenn das Wetter schlecht ist über dem Atlantik, dann fliegen wir auch ab und zu mal im Mittelmeer. Und zwar wirklich an Nizza entlang. Und wenn Sie da am Strand sitzen und sehen dann mal so ein Flugzeug, was da so rauf und runter fliegt, das ist der Parabelflieger. Ich möchte auch gerne immer ein Bild zeigen. Also wir waren jetzt hier mal bei einer Kampagne gleich mit 3 Experimenten da. Da fährt dann schon ein Teil des Instituts, kommt dann auch mit dem Lastwagen an. Und wie gesagt, das geht dann von Masterstudent. Ab und zu darf ich auch noch mal mit. Darf dann keinen Knopf mehr drücken, aber mitfliegen darf ich noch. Innen sieht es so aus in dem Flieger. Ich werde nachher ein bisschen was auch zu dieser Anlage erzählen. Nehmen Sie mal mit, Sie haben immer mehrere Personen, die dann ganz angestrengt natürlich versuchen, in 20 Sekunden ein Experiment durchzuführen. Also Sie haben jetzt da von der Schwerkraft oder Schwerelosigkeit nicht allzu viel, außer Sie haben jetzt, das sind immer die Fotos, Sie nehmen immer eine Frau mit langen Haaren mit aufs Foto. Damit man das sieht. Wir haben auch einen Wissenschaftler mit langen Haaren, aber den haben wir noch nicht erwischt. Genau, ne? Das ist jetzt eine Röntgenanlage und die haben, also es ist schon so, man nimmt die Fotos, wo es immer Spaß aussieht, aber es ist schon auch anstrengend, es ist für den Körper anstrengend und Sie wollen natürlich, wenn Sie jetzt da eine Masterarbeit machen, möchten Sie auch, dass Ihr Experiment funktioniert, Sie möchten auch wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn dabei haben. Das ist dann meistens so, wenn wir fertig sind mit den Experimenten. Und das ist jetzt hier mal ein Testexperiment, wo wir also eine Anlage
vom Konzept her vorbereiten. Das ist ein elektrostatischer Levitator auf dann einen Raketenflug. Jetzt haben wir noch ein paar Sekunden, da kann man dann in der Tat ein bisschen rumtouren, wenn man dann dem Nachbarexperiment nicht gerade den Fuß irgendwo, da muss man ein bisschen aufpassen. Genau. Das sieht dann so ein bisschen gequält aus, am Ende sind 1,8 G. Die Sportlichen versuchen dann immer noch mal eine Liegestütze zu machen. Klappt nicht immer. So, und das war jetzt das gleiche Experiment, dann eine Kampagne später, und Sie sehen jetzt hier schon, hat sich die Form des Experimentes im Wesentlichen verändert. Und immer wenn Sie so runde Tonnen haben, dann ist das in der Regel was, was Sie mal auf eine Rakete stecken. Und das sehen Sie jetzt hier. Ein Teil davon, von dieser Nutzlast, ist tatsächlich dann dieses Experiment von gerade. Und mit diesen Raketen machen wir auch nichts anderes, die schießen wir hoch. Und ab so 90 Kilometer Höhe ist dann auch die Luftreibung zu vernachlässigen in der Regel. Und dann haben wir hier sehr gute Schwerelosigkeit. Begrenzender Faktor ist in der Regel dann eher, dass die Experimente teilweise auch bewegliche Teile haben. Oder wir Flüssigkeiten untersuchen, die strömen. Und das ist dann so 10 hoch minus 4, 10 hoch minus 5 G. Und Sie schaffen also hier so 13, 14 Minuten maximal bis 700 Kilometer hoch. Fliegen nicht in den Orbit, also wird nur hochgeschossen, kommt wieder runter. Das Ganze passiert auch nicht in Deutschland, das passiert dann in Schweden. Also hier oben, da ist es im Winter immer furchtbar dunkel und sehr kalt und im Sommer immer hell. Das geht einem so bei 2 Wochen dann auch und irgendwie haben die keine Verdunklung an den Fenstern. Oder? Aber Mückennetze, das ist ganz wichtig. Also wenn es im Sommer dunkel wird, dann ist man in einem Mückenschwarm. Das ist auch gut. Und Sie sehen jetzt hier, werden die Raketen in der Nähe von Kiruna, das ist so eine Erzbergwerkstatt, werden die auf S-Range, also hochgeschossen. Und das ist jetzt so die Landezone, die man anvisiert. Und so eine Ausweichzone gibt es auch noch. Man möchte halt nicht nach Finnland oder Norwegen schießen. Das ist auch mit Raketen immer problematisch. Vielleicht noch eins dazu. Es gibt also tatsächlich dann, da wohnt niemand, da hält sich auch niemand auf, außer zur Jagdsaison. Und dann haben Sie unheimlich viele Rentiere und sehr viele Jäger. Und wenn Sie also wirklich mal Probleme haben mit dem Wetter, also wenn der Wind zu stark ist, können wir nicht schießen, dann, und die Jagdsaison fängt an, dann können Sie die Kampagne abbrechen, weil dann ist erstmal wieder ein paar Wochen Pause. Also das sind so die Probleme, mit denen wir kämpfen müssen. Ne, am FRM 2, weiß ich nicht, geht da mal Gewitter, geht die kalte Quelle nicht oder so. Ne, hier läuft dann ein Jäger rum. Und da reicht einer. Ne? Kann man sich Wahrscheinlichkeiten mal ausrechnen. Ja, MAFEUS, materialphysikalische Experimente unter Schwerelosigkeit. Wir haben das gleich vor ein paar Jahren mal 01 genannt, weil wir wollten auf jeden Fall zweistellig werden. Da kommen wir jetzt auch Gott sei Dank hin. Fliegt einmal im Jahr. Das ist so die Nutzlast. Da war das am Anfang noch ein bisschen kleiner. Sie sehen hier das Olivgrüne. Ne? Das deutet schon an, dass wir der Bundeswehr helfen, auch mal Kriegsgerät zu entsorgen, fachgerecht. Das ist dann sehr günstig für uns und ist natürlich ein tolles Gefühl. Da kommt also praktisch der Lenkteil aus dieser Waffe raus und dann ist das ein Feuerwerkskörper und wird für friedliche Zwecke benutzt. Ja, also das ist dann schon ein bisschen größerer Feuerwerkskörper, wird schon so 12, 13 Meter hoch insgesamt, 2,3 Tonnen. Maximalbeschleunigung 16 G, also müssen schon die Experimente ordentlich bauen, dass die das auch aushalten. Und hier haben wir bis zu 6,5 Minuten Schwerelosigkeit. Wenn Sie da einmal auf den Knopf drücken und Sie starten einmal im Jahr eine Rakete mit 4 bis 6 Experimenten und Sie haben dann vielleicht noch einen Doktoranden, der auch gerne fertig werden will, dann müssen Sie schon ein bisschen Aufwand betreiben, dass diese Experimente auch funktionieren. Das heißt, hier sehen Sie das mal auf dem Rütteltisch. Und diese 16 G Startbeschleunigung und alles, das wird vorher mal getestet, ob auch alle Schrauben wirklich ordentlich angezogen worden sind zum Beispiel. Und man hat ansonsten natürlich hier eine komplette Flugsimulation, hat zu Beginn Vakuum, Strom, Datenleitungen, muss auf die Schnittstellen Acht geben, Umgebungsbedingungen, also die Module werden getestet, ob das Vakuum tauglich ist und, und. Sie müssen ihre eigene Elektrizität mitnehmen, also Batterien. Und das ist skalierbar, da sind wir so bei 100 Wattstunden pro Kilogramm. Typischerweise reichen dann 20, 30, wenn es viele Öfen sind, 40 Kilo Batterieleistung aus. Ja, und so sah jetzt halt die letzte Kampagne aus im
im Januar diesen Jahres. Das ist hier die Nutzlast. Es sind auch immer viele Personen involviert, die das auch starten. Das Team aus Schweden, dann DLR, Moraba, mobile Raketenbasis hier, Oberpfaffenhofen. Die kümmern sich um alles, was hier anfängt, bis unten. Und hier sehen Sie tatsächlich mal, das ist ein brasilianischer Motor, weil wir halt auch hohe Nutzlast hatten. Den kann man dann kaufen. Das ist eine Patriot-Rakete, also der Rest davon, ohne die Lenkwaffeneinrichtung natürlich. Und da gibt es bei der Bundeswehr ganz viele und die müssen die jetzt in den nächsten Jahren loswerden. Das sind erstmal gute Nachrichten. Also wir versuchen jetzt hier zwei Patriot-Raketen zusammenzustecken das nächste Mal und dann schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Ja, und dann je nach Wetter ist meistens Sonnenschein, kann man das auch verfolgen. Und dann fliegen sie also wirklich in den Weltraum, hier waren es mal 153 Kilometer und dann kommt das am Fallschirm runter und je nach Wetter dann idealerweise landet es im Schnee. Und sie möchten halt weniger gerne im Sommer starten, weil dann haben sie diese ganzen Seen und wenn das dann in so einen See fällt, ist auch blöd. Jetzt mal ein paar Impressionen, Marfolz 5, also die geht da schon ziemlich raus aus dem Bunker, fliegt dann auch hoch. Dann gibt es irgendwann eine Separation der Stufe. Die ganze Rakete hat natürlich einen Spin, um die Bahn zu stabilisieren. Und den Spin nimmt man dann weg, weil man ja Schwerelosigkeit haben möchte. Hier ist dann die letzte Stufe und dann fliegt dann nur die Nutzlast in den Weltraum. Da kann man eigentlich jetzt die Experimente anfangen. Und das ist jetzt hier schon der Wiedereintritt, wenn man so möchte, in die Atmosphäre. Da legt sich die Rakete auch idealerweise quer, weil man möchte ja nicht, dass die wie so ein Pfeil nach unten kommt, das ist ungünstig und dann kommt die am Ende am Fallschirm runter. Genau. Dann holt man die mit dem Helikopter und hier hat man ein bisschen Glück, weil da ist der See direkt daneben, aber es war halt schön weich wegen dem Sediment drumherum. Ja, das klappt auch meistens, da hat es mal einmal nicht geklappt, da war der Fallschirm zu früh offen, das passiert eigentlich nie, habe ich mir sagen lassen, außer bei unserem Experiment. Interessanterweise war das trotzdem erfolgreich, weil wir hier gerade die ersten Experimente geflogen haben, wo wir Daten aufgenommen haben. Wir hatten ein Röntgenradiographie-Experiment drauf, zeige ich gleich was dazu, und haben also praktisch hier publizierbare Daten dann tatsächlich noch aus den Solid-State-Speichern auslesen können. Das ist dann, läuft unter Erfolg. Ne? Man muss dann alles wieder aufbauen, was man nochmal fliegen möchte, ist klar. Aber das Raumfahrt ist, ja, ist auch teuer. Einzelne Module, das wird halt alles getestet und so weiter. Das ist nur mal eine Impression. Und natürlich wieder viele glückliche Menschen vor dem Start und dann meistens auch danach. Um Ihnen mal die Möglichkeiten zu sagen, also wenn Sie jetzt, ich bin ja Synchrotron- und Neutronennutzer und wenn Sie da in dem Geschäft mit dabei sind, dann können Sie eigentlich schon mit Anträgen und einem guten Netzwerk 4, 5, 6 Mal im Jahr an verschiedenen Quellen hier Ihre Experimente machen. Sie dürfen ja auch nicht zu viele machen, sonst haben Sie zu viel Daten, kommen dann auch nicht mehr weiter, das passt. Und hier haben wir halt eine Rakete im Jahr und es sind dann so an die 20 Wissenschaftler involviert. Dann Raumstation, na, ist ja groß, so groß wie ein Fußballfeld, das ist halt jetzt die High-End-Version. Und um dann für später vielleicht mal eine Frage vorwegzunehmen, wir machen auf der Raumstation auch Experimente. Das ist jetzt anders als die Großgeräte, die Sie nachher noch vorgestellt bekommen oder FEAR oder GSI. Die sind gebaut, um Experimente zu machen. Die Raumstation ist ein Projekt der Russen und Amerikaner, wo sich die Deutschen dann mit beteiligen und die ESA. Aber letztendlich ist es ein Friedensprojekt. Ein bisschen Forschung machen wir auch. Und die Frage, die sich da immer stellt, warum ist die Raumstation schwerelos? Und wenn man die jetzt also Schüler fragt und leider auch den einen oder anderen Studenten, dann sagen die immer, es ist im Weltraum. Das ist natürlich nicht richtig, sondern die umkreist die Erde mit der richtigen Geschwindigkeit, mit der richtigen Bahngeschwindigkeit, damit sich die Kräfte gerade aufheben und dann habe ich da Schwerelosigkeit. Und so sieht es dann aus. Die Forschungseinrichtungen an Bord der Raumstation, die sind sehr modular aufgebaut. Wir haben jetzt hier eine Astronautin, die jetzt also hier gerade einen neuen Ofen aus so einer Tonne packt und den in das materialwissenschaftliche Labor steckt.
Und dann in diese Öfen können wir dann unsere Proben reinstecken. Und das Ganze wird eigentlich von unten ferngesteuert, also hier materialwissenschaftliches Labor von uns aus Köln. Da werden die Experimente vorbereitet und der Astronaut kommt dann so alle 2-3 Wochen mal an der Anlage und tauscht die Proben aus oder ja, wenn was kaputt ist, ist schon immer doof, aber im Wesentlichen müssen Sie sich das so vorstellen. Und wir experimentieren dann immer nachts, weil dann schlafen die Astronauten. Und wenn die nämlich, wenn wir tagsüber experimentieren, dann ist das auch hier gleichzeitig die Gym auf der ISS. Und wenn die dann da treten und sich bewegen, dann haben sie halt auch keine Schwerelosigkeit in ihrem Experiment. Das ist dann hier der Alexander Gerst, der befindet sich ja jetzt in der Vorbereitung der nächsten Mission. Der hat ja auch für uns den elektromagnetischen Levitator in Betrieb genommen, 2014. Und seitdem sind wir also am Messen von Eigenschaften metallischer Schmelztropfen. Da werde ich Ihnen nachher ein paar Beispiele geben. Und jetzt fange ich mal mit einem Beispiel an. Und das ist deswegen ein schönes Experiment, weil von der Idee bis zur Realisierung tatsächlich weniger als 9 Monate vergangen sind und weil das auch tolle publizierbare Ergebnisse liefert. Und das geht deswegen, weil alle Teile, die man für dieses Experiment braucht, tatsächlich zur Standardausrüstung der ISS gehören. Sie haben also hier M&Ms und eine Kugel, eine Plastikkugel. Und wenn Sie die also jetzt hier dann aufschütteln, dann haben Sie ein granulares Gas. Und unsere Theoretiker, die sind da total begeistert. Das ist sogar ein granulares Gas mit asphärischen Teilchen. Das heißt, die haben auch rotatorische Freiheitsgrade. Da kann man unheimlich viel statistische Physik mitmachen. Und kann sich dann hier anschauen, wie dieses System kühlt. Da gibt es also eine theoretische Vorhersage, wie das auszusehen hat. Und hier findet man dann sogar eine Clusterbildung. Genau. Das sieht jetzt einfacher aus, als es ist. Ne? Muss man schon üben, bis man da eine möglichst vernünftige Geschwindigkeitsverteilung hinbekommt. Und Sie brauchen dann nachher auch eine ordentliche Datenanalyse. Also das ist dann das, was das halbe Jahr danach dann noch in Anspruch genommen hat, um dann da wirklich von jedem der wenigen Teilchen, das sind so gut 60 Teilchen, dann da die Trajektorien und die Rotationswinkel zu bekommen. Und dann sehen Sie also hier so langsam, wie das kühlt und wie sich dann da so Klumpen bilden. Genau. Das war ein Schülerexperiment. Das ist das Beispiel, wie wir eigentlich gerne forschen würden auf der Raumstation. Wir hätten das Experiment gerne noch wiederholt, aber dann waren die M&Ms weg. Das ist dann immer lustig, ja, aber ist natürlich sehr schade, weil Sie jetzt da einen Datensatz haben, den müssen Sie jetzt irgendwo prominent publizieren. Gut. Sagen wir mal, das richtige Experiment erstmal haben wir dann gemacht auf unserer Höhenforschungsrakete und da sind verschiedene Schritte erforderlich. Und zwar das erste ist, Sie müssen, wenn Sie das theoretisch ordentlich behandeln wollen, sicherstellen, dass Sie eine homogene Geschwindigkeitsverteilung haben. Und das haben wir hier realisiert mit 8 Magneten und magnetischen Teilchen. Die sind so einen Millimeter groß. Die werden dann aufgeschüttelt und dann das Ganze mit einer Kamera, die also auch eine Tiefenschärfe erlaubt, sozusagen vermessen. Und dann haben Sie auch geringere Randeffekte, weil die Kühlung kommt daher, dass die Teilchen, wenn die aneinander stoßen, anders als ein ideales Gas, Energie verlieren. Und dann können Sie die Teilchen variieren und können aus dem Material, was Sie für die Teilchen verwenden, diesen Restitutionskoeffizient verändern, also wie viel Energie beim Stoß verloren wird zum Beispiel. Sie können die Teilchenform verändern, können auch mal Nadeln fliegen. Also da kann man jetzt relativ viel machen. Und hier konnten wir also das erste Mal experimentell bestätigen ein Hafsches Gesetz, was also schon jetzt 50, 60 Jahre in der Literatur vorherrscht für die Vorhersage von dem Kühlen eines granularen Gases. Ist interessant für die Entstehung von kleinen Körpern auch im Weltraum. Also wie wird aus Staub dann irgendwann mal ein größerer Planet zum Beispiel. Und Sie sehen also hier dieses Gewackel. Das ist jetzt in der Tat keine Statistik, die Ihnen da fehlt, sondern das ist das Treiben der Magnete, die Sie an- und ausschalten. Und dann schalten Sie die hier aus und haben dann hier das Gesetz. Und das ist also auch kein Fit. Das ist ganz wichtig, weil so eine Kurve können Sie an alles
anpassen. Das ist dann auch wirklich die Vorhersage. So, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu meiner Wissenschaft, die ich noch machen kann. Und das ist jetzt Materialphysik und Metalle. Und Sie haben jetzt hier mal schön herausgearbeitet, so eine elektronenmikroskopische Aufnahme eines Dendriten. Das heißt, das ist eine Struktur, die Sie im Metall haben, oder in den meisten Metallen haben, wenn die erstarren. Das ist ja in der Regel nicht einkristallin, sondern Sie haben eine Mikrostruktur und sehr oft wachsen also hier diese Dendriten. Und alles, was Sie hier so an Metall haben, hat solche Mikrostrukturen, die bringen Sie bei der Erstarrung ein. Und die bestimmt letztendlich, wenn Sie nicht noch große Prozesse nachfahren, mit Auslagern bei hohen Temperaturen und so weiter, bestimmt das letztendlich die Eigenschaft. Und hier ist es an der ESRF, also Synchrotronstrahlungsquelle, vor gut 10 Jahren gelungen, das mal sichtbar zu machen. Und hier müssen Sie sich vorstellen, das ist jetzt hier jedes Mal ein halber Millimeter Aluminium-Kupfer. Und Sie sehen jetzt hier vom Kontrast her, das ist wie ein Röntgenradiographie-Experiment beim Arzt, nur dass Sie jetzt da keine Knochen sehen, sondern Aluminium-Dendriten. Und da sehen Sie also, wie die schön wachsen, fahren dann da den Ofen immer mit, haben einen Temperaturgradienten. Und da ist man total begeistert. Jetzt passieren Dinge, mit denen rechnet man überhaupt nicht. Jetzt reißen hier nämlich so Seitenarme ab, hier zum Beispiel, und steigen aufgrund der Auftriebskraft, die sie haben. Das Aluminium ist leichter als die verbleibende Aluminium-Kupferschmelze. Und dann haben sie tatsächlich irgendwann vor der Erstarrung hier so Kristalle dann liegen, die eben nicht senkrecht nach oben wachsen, also kolumnar wachsen, sondern eine äquiaxiale Anordnung haben. Und wenn das dann erstarrt ist, dann denken Sie sich, ja, das ist dieser Equiax-Kolumnar-Effekt, da gibt es ganze Lehrbücher drüber. Hier ist es ein Dreckeffekt. Und der Dreck ist sozusagen die Schwerkraft, die Sie haben, und die Auftriebskraft, die daraus resultiert. Und wenn Sie dann natürlich, wie die letzten 100 Jahre, 150 Jahre Metallographie, hier dann Schliffbilder erzeugen und dann versuchen, die erstarrte Probe zu interpretieren, was da für Prozesse ablaufen, dann liegen Sie halt auch komplett falsch. Also Sie müssen sich das anschauen. Das heißt, was wir jetzt wollen, ist eigentlich so ein Synchrotron in den Weltraum fliegen. Das wäre jetzt mal ein Vorschlag für ein wirklich großes Großprojekt. Das war gerade erstaunt, was alles betrieben wird, um auf so einen sandigen Boden so ein Ding zu bauen. Aber das wäre jetzt sicherlich noch mal teurer. Weil Sie brauchen diese gut definierten Versuchsbedingungen. Hätten Sie gerne. Ich gebe Ihnen jetzt mal eine Motivation, um Folgendes zu verstehen. Ich möchte aber, dass Sie bitte mitnehmen, wir machen Grundlagenforschung. Also ist ja jetzt kein Politiker mehr im Raum. Also wir machen Grundlagenforschung und wir wollen einfach verstehen, wie die Atome sich hier anordnen an den Kristall, wie die Kristalle wachsen, welche Strukturen sich bilden. Und brauchen können Sie das unter Umständen, wenn Sie das verstanden haben, für die Vorhersage von Materialeigenschaften, für die Optimierung von Prozessen. Und ein so ein Prozess wäre also hier in so einer Turbine, in einer Flugzeugturbine, CO2 einzusparen durch leichtere Schaufeln, höhere Temperaturen, günstiger zu werden. Also werden unheimlich viele von diesen Triebwerken hergestellt. Und eines ist eben, die Materialien von nickelbasierten Superlegierungen auf Aluminium-Titan zu verändern. Das passiert auch schon und das wird gegossen. Und da haben Sie einen direkten, das, was Sie gerade gesehen haben an dem Aluminium-Kupfer, das haben Sie hier. Und Sie haben hier Kolumnato-Equiax-Übergänge und die wollen Sie überhaupt nicht haben, weil an den Stellen haben Sie Rissbildung und ich weiß jetzt nicht, was die Ursache war von dem Unfall, was Sie vor 2 Wochen gelesen haben, aber das kann durchaus der Fall sein, dass das dann an diesen Stellen dann auch abreißt, eine Turbinenschaufel. Als Beispiel zeige ich Ihnen jetzt, wenn wir da schön haben, ein Turboladerad eines großen deutschen Autoherstellers mit einem Stern. Und Sie sehen jetzt hier, haben Sie diese feinen Strukturen und hier haben Sie diese Übergänge. Und dieses Rad hier
das hält nicht sehr lange. Während Sie hier sehr feine Strukturen haben, manchmal ist es gut, lang zu gießen, das kann die Festigkeit erhöhen, diese Übergänge sind schlecht. Dieses hier wird sicherlich länger halten als die Lebensdauer Ihres Autos oder Ihres Motors. Was jetzt eingebaut wird, kann ich nicht sagen. Ja? So, aber das können Sie jetzt modellieren, diesen Prozess. Wenn Sie sagen hier, was ich anlegen kann, ist mal der Temperaturgradient, wenn ich das gieße. Und ich kann die Erstarrungsgeschwindigkeit, mit der ich gieße, das sind meine Prozessparameter. Und dann kann ich mir ausrechnen, an welcher Stelle ich diesen Übergang habe. Und ein ganz, ganz wichtiger Koeffizient, der hier eingeht, ist der Diffusionskoeffizient, also die Beweglichkeit der Atome in dieser Flüssigkeit. Und wenn ich die jetzt hier mal variiere, innerhalb von einem Faktor 5, und so genau kenne ich es nicht, das ist übrigens das, was immer so tabelliert ist, das ist dann eher der reale Wert in dem System, dann findet man da massive Unterschiede, sind sogar größer als dieser Faktor 5, das ist ein Faktor 8. Das heißt, wenn ich hier modellieren möchte, dann brauche ich diese Größe Diffusionskoeffizient, um hier weiterzukommen. Ich mache ein bisschen Werbung jetzt für später Neutronenstreuung. Das ist das, was Sie normal messen, wenn Sie einen Diffusionskoeffizienten messen. Da haben Sie eine lange Kapillare, haben jetzt hier einen Eisentracer, das ist dann Eisen. Dann heizen Sie das auf in die Flüssigkeit, das diffundiert dann da rein. Und dann erstarren Sie das wieder, machen hier eine Schichtenteilung, schauen sich dann letztendlich an, wie viel von dem Eisen ist wie weit rein diffundiert und dann haben Sie den Diffusionskoeffizienten. Und das hat man in den 50er, 60er Jahren sehr ausführlich gemacht. Und dann haben Sie hier oben so eine Punktwolke für Eisen und Eisenkohlenstoff. Und das ist jetzt nicht unbedingt das modernste Material, was man so hat. Aber selbst hier sind die Werte also komplett falsch. Und wenn Sie jetzt Neutronen streuen für drei verschiedene Legierungen, dann sehen Sie, der Messfehler ist tatsächlich kleiner als die Symbolgröße. Dann sehen Sie, erstmal toll hier, ne? Liegen ganz woanders, andere Temperaturabhängigkeit. Und Sie können da wirklich viel Kohlenstoff reingeben und das verändert die Beweglichkeit der Eisenatome nicht. Das ist auch erstmal spannend. Ne? Also Neutronenstreuung liefert richtige Werte. Jetzt können Sie aber nicht an allem Neutronen streuen. Und vor allen Dingen, was Sie auch interessiert, ist jetzt nicht nur die Beweglichkeit der Atome, sondern Sie haben immer Konzentrationsunterschiede. Und was Sie gerne wissen möchten, ist, wie reagiert so ein System auf Konzentrationsunterschiede? Das ist mal hier gezeigt, was da passiert. Also hier unten wächst der Kristall, das ist jetzt Aluminium-Nickel in einer Molekulardynamik-Simulation. Und hier nur mal ein Teilchen mal rot angemalt, um zu zeigen, das ist also schon ein sehr komplexer Prozess, wie so ein Teilchen an so eine Grenzfläche dann sich anlagert und wie das dann so langsam wächst. Und was Sie also hier sehen, ist die Diffusion der Atome. Hier unten haben Sie dann Gitterschwingungen der Atome. Jetzt machen wir das gleiche Experiment mit zwei verschiedenen Flüssigkeiten. Also hier mal zum Zeigen, reines Aluminium, Aluminium-Nickel 10, packen das Ganze jetzt nicht in Synchrotron, sondern mittlerweile haben wir sehr schöne Radiografiequellen im Labor. Und jetzt stellen Sie sich das Ganze bitte auch gekippt vor, das sehen Sie jetzt hier, weil sonst wird es einfach ineinander laufen. Ja? Schwer, leicht, so läuft ineinander, Sie wollen es aber die reine Diffusion der Atome haben. Und hier sehen Sie mal die Nickelkonzentration als Funktion der Position hier entlang dieser Kapillare. Die sind typischerweise so 1,5 mm im Durchmesser und dann 30, 40 mm lang. Und dann messen Sie da alle paar Sekunden, da haben Sie hier eine Blase gesehen, dann diffundiert das schön ineinander. Und jetzt sehen Sie gleich einen Grund, warum Sie da am Ende eigentlich sehr wenig Daten haben in der Literatur. Wenn Sie das Experiment jetzt aufhören und erstarren wieder, dann haben Sie also dendritisches Wachstum, was Ihnen die Konzentration variiert. Sie haben hier Rissbildung, Sie haben Lunkerbildung und am Ende haben Sie solche Daten auszuwerten. Und wenn Sie ganz viel Pech haben, sieht es auch noch aus wie ein Diffusionsprofil und Sie publizieren einen Wert. Und ich sage mal, 95% der wenigen Werte, die publiziert sind, sind falsch. Faktor 1,5 bis 10. Ne? Während wir jetzt ja praktisch messen können in der Flüssigkeit und da Informationen bekommen. Und das ist jetzt hier mal gezeigt für Aluminium-Kupfer. Wieder hier Kupferdiffusion, die können wir schön messen mit Neutronenstreuung. Und das ist jetzt das hier gemessen mit Röntgenradiographie. Liegt also hier oben, Messfehler.
Und das hier wäre die theoretische Vorhersage, das ist in dem Fall jetzt die Darcken-Gleichung. Und da konnten wir jetzt auch sehr schön zeigen, dass diese Darcken-Gleichung nicht richtig ist. Das heißt also, selbst wenn Sie atomare Mobilitäten haben, die richtig wären, könnten Sie immer noch nicht die Interdiffusion ausrechnen, die Sie brauchen für diese Modellierung des Wachstums, weil die Werte falsch sind. Jetzt ist es so, wenn Sie damit auf eine Tagung fahren und sagen den anderen, also was ihr macht, das ist halt falsch. Das kommt erstmal nicht so gut an. Da müssen Sie die Kollegen überzeugen. Das ist schon mal nicht schlecht, aber die wollen natürlich schon, die sagen, nee, also komm, das machen wir jetzt seit 40 Jahren, kann gar nicht falsch sein. Deswegen hilft es dann immer, wenn Sie das Experiment auch im Weltraum machen können, weil da haben Sie wirklich nur diffusive Bewegung der Teilchen. Da haben Sie die Restströmung, die Sie noch haben durch Gravitation. Die können Sie da also auch noch so weit minimieren, wenn Sie es ordentlich machen. Und da haben wir dann 2009, 2010 mit Mitteln aus dem Konjunkturpaket so eine Anlage entwickelt mit einer Firma, die die mittlerweile auch kommerziell verkauft, und zwar für Sicherheitsanwendungen an Flughäfen. Sehr mobil, klein, kann man mitnehmen. Und haben also hier so ein Vollschutzgerät entwickelt, und zwar für die Rakete. Nächster Schritt wäre, dann komme ich nachher nochmal dazu, internationale Raumstation. Und dann dazu auch einen ganz tollen Ofen, weil wir ja nur 6 Minuten Schwerelosigkeit haben. Da können wir jetzt nicht erst ewig warten, bis die Probe warm ist, bis das alles flüssig ist. Das heißt, Sie haben jetzt hier auch in dieser Größe, also Streichholzschachtel groß, 7 Proben drin, verschiedene Konzentrationen. Ich starte dann gleich den Film. Die Temperatur geht auch relativ hoch. Und dann schieben Sie das obere Teil einfach eine Position weiter. Dann haben Sie einen Konzentrationsunterschied und dann beginnt das Diffusionsexperiment. Also sobald die Rakete hier entprallt ist, Schwerelosigkeit, zack, schieben Sie das rüber. Und dann lassen Sie das eben 6 Minuten laufen und haben dann da sehr schöne Diffusionsexperimente. Das ist dann so ein Umfang von einer Doktorarbeit. Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass Sie das dann auch fliegen können. Das ist jetzt ein Ergebnis daraus. Ich habe Ihnen das vorhin gezeigt, in Aluminium-Kupfer für 20% Kupfer, jetzt mal hier konzentrationsabhängig. Die blauen Daten, die sind alle im Labor gemessen. Und die roten Punkte jetzt hier auf der Rakete. Und erinnern Sie sich daran, dass wir hier reden über bis zu einem Faktor 10 an Streuung der Werte in der Literatur. Da sind wir jetzt hier auf dem Niveau, was wir brauchen, um sichere Vorhersagen machen zu können für die Mikrostrukturbildung bei der Erstrahlung. Und auch hier bei kleinen Konzentrationen, wo man immer sagen würde, diese Darcken-Gleichung gilt, die gilt hier auch nicht. Das ist ein grundsätzliches Problem. Das ist natürlich auch immer toll, wenn man so Lehrbuchwissen widerlegen kann. Macht immer viel Spaß. So, das war das Experiment, was abgestürzt war. Da war dann die Anlage leider auch kaputt. Und immer, wenn was wirklich Schlimmes passiert, ist es ja teilweise auch, sagen wir mal, das hilft, dann wird es noch besser nachher. Und wir konnten also intern bei uns die Programmatik überzeugen, dass wir eine größere Rakete brauchen, mit besseren Fallschirmen und mehr Nutzlast. Also wir sind dann hier breiter geworden und haben jetzt da auch Röntgenquelle, das sind die Batterien hier übrigens. Das Ganze ist bei uns entwickelt und gebaut und getestet. Und können hier 2 Öfen fliegen. Einen Erstrahlungsofen, einen Diffusionsofen zum Beispiel. Das heißt, wir machen aus so einem Experiment auch das Maximum und haben da 2 Öfen drauf. Und das ist jetzt hier eben ein Erstrahlungsexperiment. Und was Sie jetzt sehen, hier die Röntgenstrahlen gehen hier durch einen Ofen, in dem es gelingt, die Probe innerhalb von einem kleinen Grad, also ein halbes Grad Kelvin, auf einer konstanten Temperatur zu halten und dann langsam abzukühlen. Und dann kristallisiert irgendwann an der einen oder anderen Stelle ein Keim aus und wächst. Und das ist das, was Sie jetzt hier sehen. Hier wachsen dann wirklich diese dendritischen Strukturen, jetzt äquiaxial, und am Ende ist die Probe dann erstarrt. Und Farbe, in dem Fall Aluminium-Germanium, rot ist Aluminium, und je blauer das es wird, umso mehr Germanium ist drin. Ja, das ist super klasse. Keine Strömung, dünner Film, Annahmen, die Sie auch in eine Modellierung stecken können. Und Sie haben wirklich die Konzentration an jeder Position
in ihrer Probe als Funktion der Zeit. Das ist noch sehr wichtig. Und dann können Sie zum Beispiel hier für verschiedene Konzentrationen, hier sehen Sie mal einen, der wächst, da haben Sie also hier freies dendritisches Wachstum, das kriegen Sie sonst kaum realisiert. Was Sie hier aufgetragen haben, ist die Geschwindigkeit dieser Spitze vorne als Funktion der Unterkühlung, also wie weit sind Sie vom eigentlichen Schmelzpunkt weg. Und das ist jetzt auch kein Fit an die Daten, das ist eine Vorhersage einer älteren Gesetzmäßigkeit für dieses Wachstum. Da konnten Sie jetzt, bis jetzt haben wir immer nur Lehrbuchwissen widerlegt und da haben wir mal gezeigt, dass das stimmt. Ist nicht ganz so spannend, aber wenn Sie dann auf eine Erstarrungskonferenz fahren und sagen, das, was ihr jetzt immer so gemacht habt, passt, dann ja, ist man auch nicht mal immer allein beim Kaffee. Und hier sind jetzt mal die Daten eingezeigt in diesem System. Und zwar dann, wenn Sie konkurrierendes Wachstum haben, also wenn die jetzt hier aufeinander zuwachsen, dann verändert sich ja sozusagen die Konzentration der Schmelze, während die wachsen. Und hier haben Sie freies Wachstum, das sind die blauen, die sehen die anderen Körner praktisch noch nicht. Und rot ist, wenn die anfangen, sich zu sehen. Das sind die Daten hier auf der Rakete. Die haben, was die Unterkühlung anbelangt, ein bisschen größere Streuung, weil da brauchen sie Statistik, die haben wir nicht. Aber wir können hier sehr schön zeigen, dass hier sozusagen Strömung vernachlässigbar ist und haben dann hier wieder keine Fits, die Linien, und haben hier zwei Modelle, die wir also hier, wo wir hier zeigen können, zumindest in diesem System, jawohl, die passen, die könnt ihr nehmen, wenn ihr hier eine Gussmodellierung machen wollt und wissen wollt, ob bei welchen Prozessparametern ihr hier welche Mikrostruktur zu erwarten habt. Und das ist schon mal sehr schön. Und ein ganz wichtiger Parameter, der hier ebenfalls eingeht, ist die Diffusion. Und die Diffusion haben wir eben auch gemessen in dem System erstmals. Das heißt, wir wissen jetzt wirklich, tollen Datensatz, die richtigen Parameter, die da reinkommen und können dementsprechend sehr schön diese Modelle hier überprüfen, erstmals. Was wir natürlich gerne hätten, wäre diese Röntgenradiografieanlage auf der Internationalen Raumstation. Und da kommt halt diese Internationalität mit rein. Da müssen wir hier mit der NASA verhandeln, mit der ESA verhandeln, mit dem deutschen Raumfahrtmanagement verhandeln. Und ich bin da momentan sehr positiv, dass wir das jetzt in den nächsten 2-3 Jahren auch realisiert bekommen. Und dann nochmal zusammengefasst, Sie haben hier eine Modellierung der Erstarrung mit einem kommerziellen Softwarepaket, was Sie also praktisch in allen Instituten und auch in den ganzen Gießereien, die wir so haben, finden, um Mikrostrukturen vorherzusagen. Und allein die Variation hier in Aluminium-Kupfer des Diffusionskoeffizienten, hier wieder halber Millimeter, gibt eine ganz andere Mikrostruktur. Jetzt sieht man es nicht ganz so gut hier bei dem Licht. Diese großen Flächen, das ist praktisch fast reines Aluminium. Das ist so eine Zwischenphase hier und das Blaue ist die eutektische Phase. Und gerade diese Zwischenphase, die macht einem wirklich Probleme. Da geht dann Heißrissbildung von aus. Und so ein System oder so ein System hat ganz andere mechanische Eigenschaften. Also wenn Sie jetzt da zwei Stäbe abgießen würden, so oder so, und hauen die hier ganz fest irgendwo dagegen, dann kann sein, dass Ihnen einer komplett einen Spritbruch macht und der andere schlägt Ihnen den Tisch kaputt. Obwohl das die exakt gleiche Zusammensetzung ist. Und wenn wir jetzt hier ein Erstarrungsexperiment machen, das ist jetzt nicht mit Röntgen, aber eben auch unter definierten Bedingungen, haben dann hier das Schliffbild, dann sehen wir tatsächlich, dass wir extrem nah an der Simulation sind, wenn wir den richtigen Diffusionskoeffizienten einsetzen. Und das ist dann eben auch immer die Werbung dafür, dass wir hier wieder mehr Forschung machen müssen. Wir sind da mittlerweile fast alleine auf diesem Planeten, was das Thema anbelangt. Und ich hoffe, dass wir da noch andere Einrichtungen wieder davon überzeugen können, sich hier auch zu engagieren. Jetzt möchte ich Ihnen noch ein bisschen was zu den Schmelzeigenschaften erzählen. Das eine ist ja die Beweglichkeit der Atome, aber sie haben ja viele andere Schmelzeigenschaften, also
Wärmetransport ist sehr wichtig, wenn Sie sich beim Guss bewegen. Oberflächenspannungen sind sehr wichtig und auch Viskosität. Und dieses Experiment im elektromagnetischen Levitator behandelt hier elektromagnetisch levitierte Proben. Also wie heißt der Transrapid, der jetzt da in Shanghai rumfährt? Gleiches Prinzip. Sie erzeugen ein Wechselfeld, das wiederum erzeugt ein entgegengerichtetes Wechselfeld. Sie heben die Probe an. Und der große Vorteil ist auch, die Ströme, die Sie dann haben in der Probe, die elektrischen Ströme, heizen die auf. Sie brauchen da also keine zusätzliche Heizung und haben dann also hier einen wohldefinierten Tropfen, typischerweise so 6 bis 8 mm im Durchmesser. Aber Sie sehen hier schon, wenn man das am Boden macht, das ist nicht rund, das folgt hier den Feldlinien von der äußeren Form und das behindert halt sehr viele Messungen, die wir gerne machen würden wollen. Und das ist dann schön, da kommt also dann auch mal ein Astronaut bei ihm im Labor vorbei und das sind schon ganz besondere Persönlichkeiten, wenn Sie da aus 6.000, 8.000 Bewerbern dann jemanden auch auswählen, der also neben der Intellektualität und den ganzen physischen Voraussetzungen und psychologischen Voraussetzungen auch eben danach ausgewählt wird, dass er eine sehr große Wirkung erzeugt in seinem Auftreten. Das macht dann schon viel Spaß. Und er hat viel Spaß gehabt auch bei uns im Labor. Und die machen sowieso, jetzt weiß ich gar nicht, muss ich mal aufpassen, da wird gefilmt, aber die machen sowieso am liebsten materialwissenschaftliche Experimente, weil die Experimente an den humanen Probanden, die finden die auch teilweise nicht so toll. Sagen wir es mal so. Ja, hat es dann auch eingebaut, hat das auch super hinbekommen, hat eine Schraube abgerissen, aber das dann auch wieder behoben. Und wir machen also jetzt hier ganz fleißig Experimente. Und ich möchte Ihnen jetzt ein Beispiel zeigen. Und auch hier ist es immer wichtig zu verstehen, wir können nicht sehr viele Experimente machen im Weltraum. Das ist begrenzt, das ist auch auf der Raumstation sehr begrenzt. Das sind hier Teams, die sich an dem EML beteiligen. Das sind 40, 50 Wissenschaftler weltweit. Kanada, Japan, Europa, USA. Das heißt, wir möchten gerne, wenn es irgendwie geht, mit den Experimenten im Weltraum verifizieren, dass das, was wir am Boden machen, richtig ist. Oder zu verstehen, was falsch ist und das dann vielleicht noch zu parametrisieren. Und was Sie jetzt hier sehen, ist kein elektromagnetisch levitierter Tropfen, sondern der ist elektrostatisch levitiert. Das ist eine große Herausforderung in der Levitation, weil Sie anders als vorher kein Potentialminimum haben. Also Sie bringen Ladungen auf die Oberfläche der Probe über einen Fotoeffekt. Wenn die heiß genug ist, lädt die sich auch selber auf über Glühemissionen. Und dann haben Sie halt hier erstmal ein hauptelektrostatisches Feld und dann hier Regelelektroden, um die Position zu regeln. Und das ist jetzt, sage ich mal, seit 15 Jahren auch computertechnisch, 20 Jahren computertechnisch möglich, da also so schnell zu regeln, dass die Probe nicht dauernd hin und her springt. Und dann schwappt die ja auch wieder auf, das wollen Sie ja nicht. Und wenn Sie sich jetzt so mal die Literatur anschauen, in puncto Viskosität, also Fließverhalten, wie zäh ist was? Wasser ist übrigens hier unten, Honig aus dem Kühlschrank wäre hier oben. So Magma und sowas ist dann da zwischendrin. Dann sehen Sie auch hier, das ist eine logarithmische Skala, Viskosität gegen Temperatur, für so eine metallische Flüssigkeit eine ziemliche Streuung in den Daten. Und das misst man halt normalerweise mit so einem Rheometer, also rührt praktisch und guckt, wie viel Kraft man aufbringen muss, um das rühren zu können. Oder eben in so einem elektrostatischen Levitator, in dem man so Proben zum Schwingen anregt. Oder dann elektromagnetisch levitiert, aber halt nicht auf der Erde, sondern im Weltraum. Ja, und da gibt es auch Daten anderer Gruppen, gibt also 4 so Apparaturen weltweit und ja, unsere Daten sind richtig, sage ich Ihnen gleich. Ne? Die liegen also da nicht ganz drauf. So sieht das Ganze dann aus, das Experiment. Das ist also ein sehr einfach verständliches Hightech-Experiment, dann auch auf der Raumstation. Also wenn Sie mal wirklich sagen wollen, harmonischer Oszillator, gedämpfter harmonischer Oszillator und hätten da gerne mal ein Beispiel dafür, wo das heute noch gemacht wird, mit wahnsinnigem Aufwand, das haben Sie hier. Das ist Ihre Probe, die regen Sie zu Schwingungen an, dann schalten Sie die Anregung aus und dann haben Sie hier eine super Dämpfung Ihrer Sinusschwingung. Und aus der Dämpfung können Sie unter der Voraussetzung, Sie haben keine Strömung in der Probe und die Auslenkung ist klein, können Sie direkt die Viskosität ablesen. Aber auch hier wieder die Frage, wenn Sie das jetzt im Erdlabor machen, Sie müssen ja die Probe erstmal anlevitieren, was macht Ihnen
dieses Anlevitieren mit Ihrer Messung. Und auch da müssen Sie natürlich, gerade wenn Sie sich das hier nochmal vor Augen halten und Sie möchten jetzt hier demonstrieren, dass das, was Sie machen, halt einfach richtig ist und das, was der Großteil macht, weil er halt keinen elektrostatischen Levitator hat, ist falsch, dann müssen Sie da schon ein bisschen Aufwand betreiben. So, zum einen können Sie sagen, naja, elektromagnetisch levitiere ich jetzt mal, da ist die Probe viel größer, ich bin so schwerelos und mache jetzt das Experiment dann hier auf dem Parabelflieger. Ich sage nochmal 22 Sekunden, dann müssen Sie die Probe auf 1500 Grad aufgeheizt haben und die Messung gemacht haben. Das klappt aber hervorragend, weil die Messung selber, das ist eben nur 1, 2, 3 Sekunden und aufgeheizt haben Sie es eigentlich auch in einer Sekunde. Und dann müssen Sie ein bisschen warten, bis das so alles equilibriert, aber da können Sie sogar 2, 3 Experimente machen in so einer Parabel. Und Sie haben dann auch wirklich einen runden Tropfen, sehen Sie hier. Und wenn jetzt der Pilot die Parabel richtig trifft, dann haben Sie da auch wirklich dann nachher eine Sinusschwingung mit einer Frequenz und können dann da also auch die Viskosität aus der Dämpfung ablesen und bekommen hier noch sozusagen geschenkt aus der Messung die Oberflächenspannung. Ist auch nicht so ganz so einfach zu messen, aber die kriegen Sie praktisch noch mit. Das ist Ihre rückstellende Kraft. Ja, dann können Sie sich das hier anschauen. Das sind unsere Daten im Labor. Da haben wir natürlich die Masse variiert. Dann haben Sie hier die Daten hier. Und zumindest in diesem Bereich für diese Legierung passt das also optimal. Also das, was wir im Labor machen mit dieser neuen Methode, mit dem elektrostatischen Levitator, das klappt super toll. Da bleibt noch die Frage, was ist hier bei sehr kleinen Werten der Viskosität? Wenn die Dämpfung sehr klein ist, dann würde man erwarten, dass Artefakte da einen großen Unterschied machen. Sie können auch mal sehen, wenn Sie hier vergleichen, also Rheometer-Experiment und dann unsere Experimente. Sie haben halt für sehr viele metallische Legierungen, die sind chemisch sehr reaktiv, Problem, wenn Sie Tegel benutzen, dass Sie dann eigentlich nicht mehr wissen, was Sie da messen. Und die Wechselwirkung, sobald Sie chemische Reaktionen haben, ist dann keine, also da kleben dann die Atome nicht, die erste Atomlage klebt nicht an Ihrem Tegel zum Beispiel, was Sie dann für die Messung brauchen und dann klappt das nicht mehr. So, und wenn Sie jetzt in der Lage sind und können also die Viskosität mal über einen großen Temperaturbereich richtig messen, richtig meine ich wirklich so richtige Werte, 10% Fehler, und können dann auch die Diffusion messen, richtige Werte, 10% Fehler über einen großen Temperaturbereich, das sind jetzt hier mal 800 Kelvin, dann können Sie auch hier eine Gleichung schön überprüfen, die sehr viel Anwendung hat, weil es sehr viele Bereiche betrifft, Biologie, Polymer, Physik und so weiter. Das ist die Stokes-Einstein-Gleichung. Habe ich Ihnen hier mal gezeigt. Die ist eigentlich abgeleitet für eine mesoskopische Kugel in einem viskosen Medium. Da sagt man, hat jetzt erstmal mit dem Atom, was sich in der atomaren Flüssigkeit bewegt, ja eigentlich nichts zu tun, ne? Wird aber trotzdem angewendet und ist auch gar nicht mal so schlecht. Also innerhalb von Faktor 2, 3 passt es eigentlich immer. Und wenn ich natürlich Diffusionskoeffizienten habe, die streuen um einen Faktor 1 bis 10 und oder 0,5 bis 10 und Viskositätsdaten, die auch streuen in der gleichen Größenordnung, dann würde ich sagen, dann passt das super. Aber wenn Sie dann mal einen ordentlichen Datensatz haben über einen großen Temperaturbereich, dann können Sie experimentell zeigen, dass diese Gleichung nicht richtig ist, weil Sie hier immer noch eine Aktivierungsenergie drin haben, die davon ausgeht, dass die Diffusion ein Einteilchenprozess ist, während die Viskosität, da scheren Sie dann die Flüssigkeit, ist ein Mehrteilchenprozess und Sie haben dann da eine Aktivierungsenergie dafür. Und das ist eben nicht das Bild, was richtig ist. Auch die Diffusion ist ein kollektiver Prozess und die Aktivierungsenergien sind gleich. Und dann bekommen Sie hier also eine Konstante im Produkt und nicht, wie hier gezeigt, dieses KBT als Temperaturabhängigkeit. Ist auch in Übereinstimmung mit einer Theorie, die wir also hier in der Gruppe von Herrn Götze am Physikdepartment in München aufgestellt haben. Das ist auch sehr schön. Also zeigen Sie mal, das funktioniert nicht. Jetzt können Sie sich dann noch überlegen, wann funktioniert es nicht. Trotzdem haben wir noch für niedrige Temperaturen, für niedrige Viskositäten, wo Sie halt viele Gusslegierungen haben, immer noch die Frage, ist das, was wir am ESL machen, ist das richtig? Und bei niedrigen Viskositäten klappt das mit dem Parabelflieger nicht und auch auf der Raumstation mit den ganz großen Kugeln, die wir da haben, 6 bis 8 mm im elektromagnetischen Levitator, da sind die
Positionierkräfte dann doch zu groß. Und jetzt die Frage, kriegen wir dieses Experiment inklusive der Tätigkeit, die die Doktorandin hier macht für die Steuerung des Experiments, kriegen wir das auf eine Rakete, also letztendlich eben in so ein Modul, was so groß ist wie ich. Und das also hier gelungen, es waren dann drei Doktoranden, die zusammengearbeitet haben, Materialwissenschaftlerin, Physikerin, dann Ingenieur. Und die haben das innerhalb von dieser drei Jahre aufgebaut. Das ist hier so richtig Hightech mit sehr viel innovativen Elementen drin. Also sie müssen ja anders positionieren als am Boden. Sie haben dann andere Generatoren, die müssen sehr klein sein. Sie haben auch zur Positionierung konnten sie auch kein normales PSD-System mehr verwenden, sondern wir haben jetzt hier Kameras, die die Probe direkt filmen und dann wird es online direkt die Position bestimmt der Probe und danach geregelt und. Haben einen Probenwechsler, der das automatisch macht. Also das macht richtig viel Spaß und haben das dann auch mal am Fallturm runtergeschmissen. Und waren dann also in der Lage, schon diese Proben einzufangen und stabil zu levitieren. Da, wenn die dann rausfällt, ist der gerade unten in dem Polystyrol-Kügelchen-Bett gelandet. Auf dem Parabelflieger haben wir mittlerweile die richtigen Startbedingungen ermittelt und warten jetzt eigentlich dann auf den nächsten Flug, um da zu experimentieren.